Hallo, auf der CeBIT 2017 habe ich zweimal einen Vortrag auf dem Microsoft Partnerstand gehalten mit dem Schwerpunkt Skype for Business Telefonie On-Premise und Online. Ich zeichne den Vortrag hier im Nachhinein einfach nochmal auf für die Leute, die nicht dabei sein konnten. Wenn Sie später Fragen haben, können Sie jederzeit sich an uns wenden. Zuerst eine Kurzvorstellung. Ich war dort auf dem Messestand von Microsoft als Aussteller im Rahmen von AdAtWork, einem Systemhaus in Paderborn mit etwa 65 Mitarbeitern. Wir machen Systemintegration und Software Development. Im Wesentlichen ist das mit den Schwerpunkten Exchange, Skype for Business, im Bereich Business Solutions ist SharePoint und natürlich Office 365. Dazu gehören die Infrastrukturdienste Active Directory, ADFS, Verzeichnissynchronisation, Netzwerk, Authentifizierung und natürlich das Produkt NoSwim Proxy, ein geniales Gateway für E-Mail-Verschlüsselung und Signierung und ein bisschen Spam-Schutz kann er natürlich auch. Ich selbst bin Frank Karius, Microsoft MVP für Skype for Business. Ich habe vor ein paar Jahren mein Certified Master für Lync 2010 gemacht und vielleicht kennen Sie sicherlich die Seite MSX FAQ, weil diese auch auf diesen Webcast gekommen sind. Ich steige direkt ein, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Für Skype for Business brauchen wir eine Plattform. Die Plattform besteht heute entweder aus Skype for Business Online oder Skype for Business On-Premise. Sie können also Skype for Business in der Cloud von Microsoft mieten, als Teil von Office 365. Oder Sie können natürlich On-Premise was installieren und es geht auch ein Hybrid-Mode, das heißt die Kombination von beiden. Aber das soll das heutige Thema sein. Der Unterbau darunter ist natürlich ein LAN, ein WAN, Identity-Verwaltung namens Active Directory, entsprechende Authentifizierung. Die zweite Komponente ist die TK-Anbindung. Wir möchten ja mit Skype for Business telefonieren. Dort gibt es die Möglichkeit, ein lokales Gateway einzubinden oder zum Beispiel von Microsoft in der Cloud eine Rufnummer zu bekommen oder über Third-Party-Produkte eine Verbindung herzustellen. Auch dort gehe ich gleich später ein. Wir brauchen natürlich noch die Endgeräte, das sind also in der Regel PCs, aber natürlich auch Smartphones und Telefone und was es sonst noch alles gibt. Es gibt einen vierten Punkt, der in den ganzen Produkten und den ganzen Anleitungen gerne vergessen wird. Das ist nämlich ein Tätigkeitsplan. Die meisten Projekte leiden nämlich an einer mangelnden Planung. Bevor man Skype for Business installiert, sollte man sich Gedanken machen, welche Arbeitsplätze man wie ausstatten möchte. Microsoft beschreibt es gerne als Personas. Es gibt also zum Beispiel den ganz normalen Büroarbeiter, der 6, 7 Stunden in seinem Büro sitzt und arbeitet. Es gibt aber auch den Vertriebler, der unterwegs ist. Für den zählt Mobilität und externer Zugriff mehr. Vergessen Sie nicht den Werksarbeiter, der wirklich am Band oder in der Werkshalle arbeitet. Der ist in der Regel mit dem Telefon besser bedient. Es gibt noch viele weitere Sonderfälle, zum Beispiel Kliniken, wo Funktelefone, die keimgeschützt sind, erforderlich sind, Wachschutzbeamte oder Personen, die Streife laufen und entsprechende Totmannschaltung brauchen. Wir haben also verschiedene Business Cases, die zu berücksichtigen sind. Das sollte man vorab aufnehmen. Auch die Netzwerkinfrastruktur stellt ganz besondere Herausforderungen, damit Skype for Business funktioniert oder jede VoIP-Lösung ist gar nicht mal nur Skype. Da komme ich auch noch drauf und es gibt natürlich Abhängigkeiten, zum Beispiel für Exchange und Shared Messaging, Fax-Server. Bei all dem dürften Sie aber den letzten Punkt nicht vergessen, die User Adoption. Sie können heute Skype for Business nicht einfach installieren und sagen, lieber Anwender, fuchs dich da alleine rein, ist ja nicht so schwierig, sind ja nur ein paar Buttons und die 10er-Tastatur für Telefonieren kennst du auch. Damit wird ein Skype for Business ebenfalls nicht funktionieren. Das heißt, machen Sie sich Gedanken über Showroom, über Schulungen, entsprechende Informationen der Mitarbeiter. Wir haben dort vielfältige Varianten in der Vergangenheit ausprobiert und ein ziemlich gutes Mittel gefunden, wie wir Skype for Business Ihren Anwendern auch nahebringen können. Zur Plattform selbst, einer der ersten drei Punkte. Für Skype for Business On-Premise fangen wir ganz einfach an mit einem Skype for Business Server, den wir hier in die Mitte setzen, und zwei Clients. Die blauen Pfeile zeigen uns, dass die Clients über das Protokoll SIP mit diesem Frontend-Server sprechen. In dieser Mini-Ausstattung, ein Single Server, funktioniert Instant Message, Presence und Sie sehen Peer-to-Peer-Audio mit PCs. Dieser rosane Pfeil RTP steht für Real-Time Protocol. Das heißt, wenn der eine Client den anderen anspricht, anrufen möchte für Audio und Video, dann geht die Signalisierung zwar über den Server, das heißt die Information A möchte B erreichen, aber die Audiodaten und Videodaten gehen direkt zwischen den beiden PCs in diesem Beispiel. Mit dem gleichen Setup können wir auch schon eine Konferenz machen. Dazu ist auf jedem Skype for Business Server eine sogenannte Multicast Unit und wenn wir eine Konferenz einleiten, dann sendet jeder Client seine Daten, also Audio, Video und so weiter, an diese zentrale Einheit und die zentrale Einheit verteilt diese Daten an alle anderen Teilnehmer. Wenn ich dieses Bild habe, dann kommt die nächste Komponente dazu.
Ich kann heute nicht davon ausgehen, dass jeder PC ein Headset hat oder einen Lautsprecher. Es wird auch Umgebungen geben, wo man sagt, wir möchten kein VoIP auf dem LAN oder speziell im WAN haben. Und dann brauche ich natürlich die Möglichkeit, mich ins Gateway einzuwählen. Das heißt, ich installiere ein Gateway, was die Verbindung zwischen dem Telefonnetz oder einer Telefonanlage mit Skype for Business herstellt. Je nachdem, ob Ihre Telefonnetz oder Ihre Telefonanlage ISDN hat oder schon IP kann, ist das wirklich ein Gateway mit ISDN-Anschlüssen oder ein sogenannter Session Border Controller, der zwei unterschiedliche IP-Welten miteinander zusammenbringt. Also dabei zum Beispiel Codecs umsetzt oder Signalisierungen umsetzt. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte noch externe Teilnehmer haben, das kann also zum einen der Vertriebsmitarbeiter unterwegs sein, der Homeoffice-User, es kann aber auch ein anonymer Meeting-Teilnehmer sein, dann brauche ich die zweite Serverrolle bei Skype for Business, nämlich den Edge-Server. Der Edge-Server verbindet das interne Netz mit dem Internet. Zusätzliche Firewalls habe ich zu Vereinfachungsgründen weggelassen. Aber der Edge hat primär die Funktion, Media Relay zu sein. Das heißt, auf der rechten Seite habe ich jetzt zum Beispiel private IP-Adressen und im Internet habe ich öffentliche. Zwischen denen ist kein direkter Durchgang möglich. Der Edge-Server übernimmt dann die Rolle zum Beispiel eines Turn-Servers oder die Ermittlung von Stundenkandidaten. Zusätzlich gibt es einen Reverse-Proxy, den zähle ich normal nicht zur Skype for Business-Umgebung hinzu, weil den haben Sie in der Regel schon, zum Beispiel um Exchange zu veröffentlichen oder SharePoint zu veröffentlichen. Aber über diese zusätzliche Rolle haben Sie dann zur Konferenz auch die externen Zugriffe und die externen Konferenzteilnehmer ermittelt. Das ist aber noch nicht alles. Wir wollen ja telefonieren. Aber wenn Sie festgestellt haben, für die Telefonie brauche ich eigentlich oben rechts erstmal einen QoE-Server, wobei ich muss ihn nicht haben, aber ich empfehle es halt dringend, weil dieser QoE-Server zum Beispiel die Einzelverbindungsnachweise erfassen kann und vor allem die Gesprächsqualität zwischen den Endpunkten. Also für eine Fehlersuche, wenn die Audioqualität nicht so gut ist, wie sie es eigentlich sein sollte, sind diese Daten ganz wichtig. Zusätzlich sollte man irgendwo in der Umgebung natürlich einen Exchange-Server haben, wenn man die Funktion Voicemail über Exchange abdecken möchte. Sie können Voicemail natürlich auch über andere Produkte, Third-Party-Produkte abwickeln. Das ist kein Problem. Das heißt, letztlich in dem einfachen Bild haben wir zwei Server, einen Edge und einen Frontend-Server, ein Gateway, ein vorhandener Reverse-Proxy und irgendwo eine SQL-Instanz und damit ist Ihre Skype for Business-Umgebung eigentlich schon fertig. Naja, nicht ganz fertig. Wenn Sie telefonieren möchten, dann ist natürlich Verfügbarkeit ein Thema. Und ein Gateway, ein Server und ein Edge-Server ist eine ziemlich knifflige Kette. So, wenn eins davon ausfällt, haben Sie Einschränkungen der Telefonie. Deshalb müssen wir uns über Verfügbarkeit Gedanken machen. Und natürlich, Skype for Business ist verfügbar und für Telefonie auch stabil, aber Sie können die Verfügbarkeit erhöhen, indem Sie zusätzliche Frontend-Server installieren, indem Sie eine SQL-Instanz auf dem einzelnen Server auf einen SQL-Cluster auslagern. Sie können mehrere Gateways installieren, mehrere Edge-Server. Dazu braucht man dann natürlich einen Load Balancer, entsprechend zusätzliche Zertifikate, öffentlichen IP-Adressen. Es wird also ruckzuck ganz schön komplex. Und wenn Sie eine hochverfügbare Skype for Business Umgebung aufbauen und wirklich alle Rollen installieren, dann sind Sie auf jeden Fall über 10 Server am Laufen. Die können zwar virtuell laufen, aber es sind trotzdem ganz viele Server. Je kleiner eine Firma ist, desto weniger interessant ist das. Wie sieht die Sache in der Cloud aus? In Office 365 brauchen Sie einfach nur einen Tenant erstmal. Das heißt, ein Tenant, in dem Skype for Business Plan 1 oder 2 ist, der auch in der E3 oder E5 Lizenz enthalten ist. Sie sehen am Bild, es gibt die Internetverbindung, irgendwo ist eine irgendwie geartete Firewall und unsere beiden Clients stehen rechts mit einem internen LAN. Mit diesem einfachen Setup, ein paar DNS-Einträge, vielleicht ein DSync und ADFS, funktioniert ebenfalls out of the box Instant Message und Präsenz, so wie hier, nur dass sich die Clients über das Internet am Frontend-Server in der Cloud registrieren und Peer-to-Peer-Audio und Video. Video habe ich jetzt hier vergessen, aber auch hier bleibt die Verbindung intern. Anders wird sie, wenn Sie eine Konferenz machen. Die MCU steht nämlich nicht mehr bei Ihnen dann lokal, sondern in der Cloud. Das heißt, alle Clients bauen ihre Verbindung in die Cloud auf, um Töne und Bilder in die Cloud zu schicken. Das ist also insofern nicht ganz so elegant, wenn Sie viele interne Clients haben und die alle die gleiche Internetleitung nutzen. Es ist natürlich sehr wohl ein Vorteil, wenn Sie sehr viele Leute draußen im Internet haben oder externe Teilnehmer und nur wenige interne. Dann ist die Bandbreite bei Microsoft aber nicht auf Ihrer Internetanbindung. Microsoft bietet sogar eine direkte Konferenzeinwahl. Sie brauchen also dafür, dass jemand sich per Rufnummer und Extension und PIN in die Konferenz einwählt, nicht mal eigene Gateways aufzubauen. Aber die Fragezeichen der Telefonie ist hier. Bei diesem Bild ist die Telefonie nur auf die Konferenzeinwahl beschränkt. Aber natürlich können wir auch in der Cloud telefonieren. Wenn ich mir die Telefonie für Skype for Business angucke, dann gibt es natürlich nicht mehr diese alten Blechkästen, sondern es geht moderner los.
Vorher hatte ich Ihnen erklärt, wenn alles on-premise ist, dann haben Sie Ihre lokalen Server, Sie haben ein lokales Gateway mit einer entsprechenden Verbindung zur TK-Anlage oder zur Vermittlungsstelle des Carriers, also alles ist selbst gehostet. In der Cloud gibt es die Möglichkeit, dass Microsoft Ihnen die Dienste bereitstellt, also PSTN-Services durch die Cloud. Allerdings gibt es das heute, März 2017, noch nicht in Deutschland. Es ist verfügbar in den USA, in England, in Frankreich und Spanien und in Puerto Rico. Aber Sie sehen, wir haben schon drei Länder, oder ich sage mal zwei EU-Länder und ein noch EU-Land, die telefonieren können, indem Microsoft Rufnummern bereitstellt. Microsoft wird ein Carrier. Wir in Deutschland haben das noch nicht, deshalb gibt es andere Optionen. Die zweite Option ist, Sie haben lokalen Skype-for-Business-Umgebungen und fahren in Hybrid-Mode. Das machen Firmen, die von lokal in die Cloud migrieren und es soll nahtlos funktionieren, dann kann man Hybrid-Mode aufsetzen. Man kann den auch längere Zeit betreiben, um die Benutzer, die in der Cloud sind, eine Telefonnummer aus ihrem On-Premise-Gateway zu geben. Das ist möglich, allerdings haben Sie dann weiterhin lokale Server, die Sie lokal betreiben müssen und sich die Gedanken machen zur Verfügbarkeit. Die vierte Möglichkeit heißt Cloud Connector Edition. Das ist eine spezielle Menge spezieller Dienst von Microsoft, dass Sie bei sich On-Premise etwas installieren, nur für das Ziel einer Telefonanbindung. Weitere Funktionen haben diese Server vor Ort nicht. Und das ist eine durchaus interessante Option für jemanden, der heute und jetzt sofort in der Cloud telefonieren möchte, weil die Cloud Connector Edition ist technisch gesehen ein Server, den der Kunde stellt. Das heißt, Sie stellen eine Hardware und Sie stellen eine Windows 2012 R2 Data Center Lizenz. Data Center deshalb, weil auf diesem Server Hyper-V installiert wird und auf dem Server vier Gäste laufen und man damit eine Data Center Lizenz die Gäste bezüglich Windows gleich lizenziert. Von Microsoft bekommen Sie ein PowerShell-Skript und eine Datei, eine Konfigurationsdatei, die Sie ausfüllen müssen. Dann starten Sie das Skript und letztlich installiert dieses Skript bei Ihnen auf diesem Hyper-V-Server vier VMs fix und fertig konfiguriert, sodass Sie auf der einen Seite mit Ihrer TK-Anlage sprechen, auf der anderen Seite mit Office 365. Naja, fix und fertig ist vielleicht nicht ganz so richtig, weil für den SIP-Trunk müssen Sie schon noch die eine oder andere Konfiguration vornehmen. Und technisch dahinter ist es quasi ein Domain-Controller, von dem Sie aber nichts sehen, ein SQL-Server für die Ablage der Konfiguration, ein Edge-Server für die Verbindung zur Cloud und eine Mediation-Server-Rolle, die quasi aus dem internen SIP-Trunk mit Rufnummern in der Cloud die entsprechenden SIP-Adressen macht. Sie können das Ganze auch hochverfügbar machen, indem Sie mehrere CCE-Instanzen installieren. Sie können mehrere in einem Standort haben. Sie können pro solchem einem Vierer-Pool mehrere SIP-Trunks haben. Sie können das auch in mehrere geografischen Regionen verteilen. Das ist insofern interessant, weil Sie sagen könnten, wir haben Firmen, die Niederlassungen zum Beispiel in Frankreich und Spanien haben, die beziehen ihre Rufnummer von Microsoft. Und in den Ländern, wo es noch keine Rufnummer von Microsoft gibt, stellt mal eine CCE-Instanz hin. Es muss allerdings zwingend Hyper-V sein, weil diese PowerShell die Hyper-V-Commandlets nutzt, um die VMs einzurichten und zu konfigurieren. Das heißt, auch wenn technisch alle vier Maschinen auf dem VMware oder Xen laufen könnten, der Automatismus und die Skripte zum Einrichten fehlen entsprechend. Diese CCE-Boxen gibt es auch als Boxlösungen von Partnern wie zum Beispiel AudioCodes, Ferrari, der System Sonos und einigen anderen. Ein Wort zum Lizenzieren. Was man hier zum Beispiel sieht, ist, dass wir hier erstmals etwas haben, was eine Professional additive Lizenzierung ist. Das heißt, wir haben oben Professional Plus Lizenz in Office, das ist natürlich nur die Office-Plattform ohne irgendwelche Dienste. E1 enthält den P1-Vertrag gleichzeitig, also Skype for Business Plan 1 für Instant Message Peer-to-Peer. E3 enthält etwas mehr, aber bezüglich Cloud PBX und PSTN-Konferenzen und PSTN-Calling noch nichts. Jetzt kommt natürlich die Frage, was bitteschön ist denn Cloud PBX und PSTN-Calling? Nun ja, Cloud PBX entspricht in etwa der Plus-Lizenz, die Sie ansonsten on-premise kaufen. Durch die Cloud PBX-Lizenz, die pro User zu kaufen ist, können für diese Benutzer Rufnummern hinterlegt werden. Vergleichen Sie das so, ich verkaufe Ihnen eine klassische, ich sag mal, Siemens-Telefonanlage. Die kostet Geld und damit können Sie mit Telefonen intern telefonieren. Natürlich werden Sie fragen, und wie kann ich jetzt nach draußen telefonieren und von draußen angerufen werden? Und dann hebt auch ein Siemens-Vertriebler und die Hand und sagt, ja, dafür brauchen wir natürlich noch eine Amtsleitung und ein Modul, um die Amtsleitung anzuschließen. Und das ist im Prinzip PSTN Calling. PSTN Calling gibt es in Deutschland noch nicht, aber PSTN Calling gibt es dann in verschiedenen Ausprägungen, National Calls, International Calls. Das heißt, dort sind auch Minutenkontingente drin.
In USA zum Beispiel kosten 3000 Minuten National 19 Dollar. In Frankreich kostet das gleiche 19 Euro. In England sind es nur 1500 Minuten. Das heißt, die Preise können von Land zu Land variieren. Erst in der E5-Lizenz sind alle drei Module, PSTN Dial-In, Cloud PBX und PSTN Calling mit drin. Sie sind in der Hinsicht also modular, dass Sie pro Benutzer entscheiden können, ob er zum Beispiel Konferenzen mit Einwahlnummern bereitstellt, ob er überhaupt über die Cloud telefoniert und über welchen Weg er seine Amtsladung bekommt. Was wir hier nicht weiter behandeln, sind natürlich all die Zusatzfunktionen, die für eine Telefonie noch erforderlich sind, sei es Anrufergruppen, Response Groups, die Behandlung von Besetzzeichen, wie man Anrufe parken kann, wie man Voicemail einbindet, Boss-Admin-Features oder Vorzimmer, Sekretariat, sage ich immer. Chefsekretärin hört sich dann immer so ein bisschen angehaucht an. Es gibt Attendance-Szenarien, also Zentralisten oder Pförtner, die sehr viele Rufe machen. Auch Shared Lines, also Support-Hotlines, müssen wir beachten. Hier stehen wir gerne Rede und Antwort, wenn Sie einfach den Kontakt zu uns suchen. Auf der CeBIT sind die Leute dann ganz einfach auch zu uns an den Messestand gekommen. Die weitere Komponente ist natürlich das Netzwerk. Weil jeder will an sein Ziel, in dem Beispiel sind es meine Voice-Pakete, die zum Ziel wollen. Und das Bild ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Dort fahren einige Autos und ein paar LKWs rum, das sind quasi die großen, dicken Fahrzeuge von unserem LAN. Und dann flitzen so ein paar kleine Roller und Mofas zwischendurch, das sind die VoIP-Pakete. VoIP-Pakete verhalten sich komplett anders. Und für die Qualität im VoIP müssen Sie drei Dinge beachten: Roundtrip, Jitter, Packet Loss. Das heißt, Laufzeit heißt, wie lang sind die Daten unterwegs. Je länger dieses Paket unterwegs ist, desto verzögerter kommt die Sprache an. Und da gibt es so ein paar Grenzwerte. Ich sage mal, bis zu 200 Millisekunden Roundtrip-Zeit ist eigentlich völlig in Ordnung. Bis 500 kann man es tolerieren, aber wenn die Sprache länger als eine halbe Sekunde hin und her unterwegs ist, dann steigt doch sehr stark das Risiko, dass man sich ins Wort fällt und dass einfach die gefühlte Qualität nicht mehr gut ist, obwohl die Sprachqualität nicht mal schlecht sein muss. Aber es ist halt nicht mehr angenehm, mit so einer Verzögerung zu telefonieren. Jitter ist etwas, was die Gleichmäßigkeit der Übertragung beschreibt. Also manchmal sind ein paar Pakete schneller unterwegs und ein paar langsamer. Das heißt, der Empfänger muss die Pakete puffern. Er verzögert also auch wieder ein bisschen das Abspielen. Wer also einen hohen Jitter hat, hat gefühlt für den Anwender auch eine entsprechende lange Laufzeit. Der letzte Punkt ist Packet Loss. Wenige verlorene Pakete sind tatsächlich tolerierbar. Denn ein VoIP-Paket enthält in der Regel gerade mal 20 Millisekunden Ton. Aber damit können Sie auch hochrechnen, wir brauchen 50 Pakete pro Sekunde, die etwa alle 160 Byte groß sind. Und so kommen wir irgendwo auf knapp 100 Kilobit. Also 64 Kilobit netto, das ist die ISDN-Bandbreite. Und dann noch mit UDP und TCP oder IP-Header drumherum kommen. Rechnen Sie mal ganz einfach mit 100 Kilobit. Und wenn da 1-2% verloren gehen, ist das nicht schlimm. Wenn es aber drei sind, wird es schon langsam gelb und ich sage mal, hier habe ich mal bei 7 die Grenze gezogen. Wenn also 7% der Pakete verloren gehen, dann sind es schon merkliche Aussetzer im Ton, dann wird die Stimme blechern. Das Schöne ist, alle drei Grenzwerte kann man natürlich immer schnell in den grünen Bereich drücken, indem man einfach ganz viel Bandbreite bereitstellt. Im lokalen LAN ist das meistens gar kein Problem, im WAN ist das natürlich eine andere Geschichte. Und es gibt natürlich Entfernungen, wie zum Beispiel von Europa nach Asien. Da hilft Ihnen eine Bandbreite alleine nichts. Da ist die Laufzeit einfach aufgrund der Entfernung nicht unter gewisse Grenzen zu ziehen. Hier wird es aber interessant, wenn man zum Beispiel das Microsoft Global Netzwerk nutzt. Microsoft selbst hat ein weltweites riesiges Netzwerk und es könnte zum Beispiel passieren, dass Sie in der Cloud sind und ein Mitarbeiter in Deutschland meldet sich an seinem Server in der Cloud in Amsterdam an und arbeitet dort. Und wenn er in sein Meeting jemand einlädt, der in den USA ist, dann könnte man natürlich sagen, ja, der amerikanische Benutzer geht über das Internet, über 123 Carrier und Peerings bis nach Amsterdam nach Office 365. So ist es aber nicht. Ein Mitarbeiter, der in Nordamerika ist oder auch in Afrika oder wo auch immer, bekommt eine IP-Adresse, die in der Nähe von ihm ist. Microsoft bezeichnet es als Hot Potato Prinzip. Microsoft möchte sogar ihre Daten. Der klassische Internetprovider bekommt Daten von einem Client und versucht, die möglichst schnell aus seinem Netz rauszubekommen, weil kriegt ja nicht mehr Geld darüber, wenn er die Daten im eigenen Netz durchroutet. Er sucht sich das nächste Peering, um die Daten wieder loszuwerden. Microsoft hat mittlerweile sehr, sehr viele Connections zu anderen Provider. Letzte Zahl waren irgendwo 1600 mit genug Bandbreite. Also ist es durchaus interessant, dass ein amerikanischer Mitarbeiter quasi über einen kurzen Weg ins Microsoft Global Netzwerk in den USA reingeht und dann über das Microsoft gemanagte Netz letztlich zur Konferenz nach Amsterdam. Der gleiche Weg gilt natürlich auch für Outlook und andere Anwender. Also Outlook ist genauso, wenn Sie
Ihr Postfach zugreifen, dann gehen alle Clients der Welt, also alle 1 Million Tenants mit 1 Milliarde Postfächer, wenn ich das sagen glauben darf, gehen auf Outlook Office 365.com. Und Sie können sicher sein, dass diese Adresse sich nicht alle auf einer IP-Adresse auflöst, sondern geografisch immer auf den ersten nächsten Eingangspunkt ins Microsoft-Netzwerk verweist. Was wir nicht behalten, sind natürlich behandeln, sind die Sachen, die hier bei Cloud-Anbindungen relevant sind, zum Beispiel, was bedeutet Wi-Fi über VoIP, was bedeutet QoS im internen LAN, welche Probleme hat man mit dem Port-Limit, wenn also sehr viele PCs hinter einer öffentlichen IP-Adresse sich verstecken. Dann gibt es Firmen, die haben einen HTTP-Proxy in der Firma oder teilweise sogar Cloud-Proxys. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen PC in der Firma, der geht per HTTPS zu einem Proxy in der Cloud, der dann von dort erst nach Office 365 rüber wechselt. Je nachdem, wo die Proxys stehen, kann es schon deutliche Einflüsse auf die Qualität haben. Auch VoIP und VPN sind besondere Fälle und natürlich ExpressRAum. Für diese und viele andere Fragen, was Netzwerke betrifft, habe ich einen eigenen Vortrag: VoIP für Netzwerkadministratoren und Bandbreite für Office 365. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie dazu Informationen wünschen. Die Endgeräte, der dritte Baustein in meinem großen Bild. Endgeräte möchte ich jetzt hier nicht eine Bildersammlung aufzeigen. Aus meiner Sicht ist das ideale Endgerät natürlich ein Windows-PC mit dem Skype for Business Client. Da habe ich die volle Funktion, mit dem Headset oder mit dem Speakerset habe ich Audio, ich habe eine Präsenzabteilung, ich kann Kurzmitteilungen machen, ich kann aus einem Telefonat mit einem Mausklick eine Konferenz machen, Leute rein, rausziehen, Desktop sharen, PowerPoints zeigen, Whiteboards nutzen, Umfragen, alles Mögliche, was auf anderen Geräten nicht geht. Aber deshalb sind wir mit Skype for Business nicht auf PCs beschränkt. Natürlich gibt es richtige Skype-Telefone, zum Beispiel Audiocodes oder Polycom oder Yealink, die sogar in Office 365 mit der Cloud arbeiten können. Dann gibt es die mobilen Clients, Android, iOS und Windows Phone mit dem Skype for Business Client, die mittlerweile auch telefonieren können und sogar PowerPoints anzeigen und Desktop-Sharing machen. Ist schon faszinierend, was auf so einem kleinen Display mittlerweile möglich ist. Es gibt von anderen Herstellern, also neben Microsoft eben auch zum Beispiel Polycom und Logitech, entsprechende Konferenzgeräte. Das kleinste ist dieses Surface Smart Dock von Logitech. Dann gibt es das mittlere Surface Hub, können Sie sich bei uns auch in Paderborn angucken. Es gibt das Skype for Business Room System, vormals Lync Room System, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist. Es wird hier auch noch weitere interessante Geräte geben und über den Skype for Business Video Interoperability Service können Sie sogar die ein oder anderen Third-Party-Videokonferenzgeräte, sei es Cisco und andere, mit einbinden. Auch ein Browser ist ein gültiger Client, allerdings nur für die Teilnahme in Meetings. Gerne vergessen werden analoge Endgeräte oder auch Deckgeräte. Auch das ist eine gängige Anforderung in Skype for Business Projekten mit Telefonie und natürlich auch Modems. Ist uns selbst passiert, als wir vor knapp 10 Jahren auf OCS 2007 R2 Telefonie gewechselt sind und dann nach Lync 2013 in Skype for Business gelandet sind. Damals waren wir eigentlich fertig mit der Umstellung und 4 Wochen später kam dann unsere Sekretärin und hat gesagt: Herr Karius, ich kann leider keine Briefe mehr verschicken. Im ersten Moment war ich ein bisschen perplex. Briefe, du meinst so die Dinger mit Porto und Papier? Ja, genau die. Dann habe ich mal erklären lassen, was in einem Büro auch passiert, dass man nämlich Briefe heute nicht mehr mit der Briefmarke beklebt, sondern dass die Briefmarke aufgedruckt wird von so einem Porto-Drucker. Und dieser Drucker hat bei uns zu dem Zeitpunkt eine analoge Schnittstelle. Das heißt, ich musste auf einmal irgendwie dafür sorgen, dass es auch eine AB-Schnittstelle gibt, also irgendeinen Analog-Digital-Wandler, damit dieses System über SIP weiterhin seine Gebühren beziehen kann. Es gibt weitere Szenarien, wie zum Beispiel eine Türsprechstation, Alarmanlage, Faxgeräte, Betriebsdatenerfassungsgeräte, alles Mögliche. Sie glauben gar nicht, was heute an Telefonanlagen alles so betrieben wird. Ich habe Ihnen gesagt, es gab noch den vierten Punkt, die Projektphasen. Auf dem rechten Bild sehen Sie hier die 5 Phasen, die wir normalerweise bei Kunden umsetzen. Auf die gehe ich jetzt aber nicht einzeln ein. Interessanter ist eher die Aufteilung. Normalerweise haben wir einen Zeitablaufplan, das heißt, zuerst kommt ein Vertriebsmitarbeiter bei Ihnen ins Haus und erklärt Ihnen ein Stück weit, was ist Skype for Business, man prüft ein paar Lizenzfragen, was ist da, was haben wir, was kommt da, was sind die Anforderungen, was können wir tun. Man stellt also sich selbst vor, gegenseitig, also wir erfahren, was Sie für eine Firma sind, was Sie tun, wie Sie arbeiten. Sie hören von uns oder wir erzählen es Ihnen, wenn Sie es hören möchten, wie wir arbeiten, was wir schon gemacht haben, in den Referenzen. Dann fängt man in der Regel an mit einem Konzept und selbst in diesem Konzept überlegt man sich schon, macht man schon einen kleinen Pilot mit einem Single Server und einem Gateway, einfach um damit was zu zeigen. Macht man das in Online oder vielleicht gleich Hybrid, quasi ein Proof of Concept oder ein einfacher Pilot. Das geht auch mit Evaluierungsversionen, da kommt also erstmal keine Kosten auf Sie zu. Aber irgendwann wird man sagen, ja, das sieht ganz sinnig aus, dann kommt die dritte Phase der Bestellung, dass man also anfängt,
die Software zu bestellen, die Hardware zu bestellen, auch die Dienstleistung, die dazu erforderlich ist, um dann eine Installation zu machen. Das Interessante, die ersten vier Punkte belegen in der Regel nur einen Teil des Projekts. Der Kuchen rechts, den müsste ich sogar noch ein bisschen ändern, weil der Rollout, das Dunkelblaue, das ist das, was am meisten Zeit braucht. Und das ist etwas, was ich persönlich quasi gar nicht mehr groß mache. Weil dazu braucht man keinen Skyfo Business Spezialist. Dafür braucht man jemanden, der mit Anwendern umgehen kann, der wieder die Vision weitertragen kann, was VoIP ist, wie Präsenz funktioniert. Also im Prinzip das klassische Schulungsgeschäft, dass man zum Beispiel alle Benutzer ein oder zwei Schulen, ein oder zwei Stunden in die Thematik einweist. Erwarten Sie nicht, dass ein Mitarbeiter, der morgen Skyfo Business Icon sieht, plötzlich einfach damit loslegt. Dort ist einiges zu erklären, auch um Vertrauen zu schaffen. Zum Beispiel, wie handhabt man Präsenz? Was ist der Status? Ich bin abwesend. Nein, das ist keine Arbeitszeitkontrolle. Und auch die Headsets zerstören keine Frisur. Auch dafür gibt es Lösungen. Das sind Dinge, die sehr gerne unterschätzt werden, die aber sehr viel Zeit brauchen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Skype for Business und Telefonie ist aus meiner Sicht heute Realität. In der Vergangenheit sehr häufig einfach alles on-premise. Mittlerweile gibt es mit Skype for Business Online eine sehr starke Plattform, mit der auch mittlere und kleine Firmen in der Cloud Audio- und Videokonferenzen fahren können, Instant Message und Präsenz. Und wer darüber telefonieren möchte, kann in Deutschland heute über Hybrid- oder Cloud Connector Edition arbeiten, in diversen Ländern aber schon ganz ohne lokale Server, einfach nur mit Microsoft als Carrier. Und ich bin sicher, es werden immer mehr. Lizenzen ist eine Frage, ob Sie die aus der Cloud lizenzieren oder on-premise kaufen. Vergessen Sie den häufigsten Fehler nicht, die Mitarbeiter mitzunehmen. Die CeBIT ist allerdings leider vorbei, das heißt, auf Halle 12, Stand E24, Tisch 20 können Sie nicht mehr kommen, aber unten steht die Adresse. Sie können gerne bei uns in Paderborn-Verein vorbeischauen, Sie können uns anrufen, Sie können mir eine Mail schreiben. Meine Kollegen und ich kommen auch gerne zu Ihnen vor Ort. Das hier ist jetzt kein Bild von der VR-Bank als Werbung, auch wenn die ähnliche Bilder hat, aber die Natur ist nun mal so, dass am Ende der Abend mit Sonnenschein ausklingt, die Straßen sind frei und die Reise ist damit noch nicht zu Ende. Sie beginnt erst. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf Skype for Business, on-premise oder in der Cloud mit Telefonie und ich würde mich freuen, wenn Sie sich einfach bei uns melden, damit wir ausloten können, welche Art der Zusammenarbeit möglich ist und ob Skype for Business für Sie die richtige Lösung ist. Wenn Sie aber heute an einer Evaluierung sind bezüglich einer neuen TK-Anlage oder einer Erweiterung einer bestehenden Telefonfunktion um Konferenzen und um Präsenzinformationen, dann sollte man aus heutiger Sicht zumindest Skype for Business nicht mehr ignorieren. Sie sollten sich es angucken, nicht, dass Sie sich ein paar Jahre später darüber ärgern, dass Sie was verpasst haben oder dass jemand anderes Sie irgendwann aus der Bahn kegelt und sagt, Sie haben ja gar nicht seriös verglichen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielleicht sprechen wir uns.